Hey, Sif, was ist das hier? Sowas wie ein Trainingsgelände? Richtig, hier kannst du unter meiner Anleitung ein Training absolvieren. Und so wie du aussiehst, hast du es bitter nötig. Also lauf zum Startpunkt nordwestlich von hier bei den Zelten. Wenn du da angekommen bist, sage ich dir schon, was zu tun ist. Also gut. Mal sehen, ob wir aus dir eine richtige Kampfmaschine machen können. Die wichtigste Lektion zuerst. Du kannst mit Cursor links herum und Cursor rechts herum um den Charakter rotieren. Mit Schrägstrich kannst du die Kamera nach oben schwenken. Mit Sternchen nach unten. Dasselbe kannst du auch mit der Maus machen, wenn du die mittlere Maustaste gedrückt hältst und die Maus bewegst. Mit den Tasten Plus und Minus zoomst du an deinen Charakter heran oder von ihm weg. Zoomen kannst du auch mit dem Scrollrad an der Maus. Du bist jetzt am Startpunkt des Parcours. Bei den Zelten etwas südlich wirst du zwei 38er Spezialpistolen und Munition finden. Du musst die Zelte genau untersuchen, um die Waffen zu entdecken. Wenn du mit dem Mauszeiger über ein Zelt fährst, erscheint ein Augensymbol. Wenn du jetzt mit der rechten Maustaste klickst, untersuchst du das Zelt und wirst die Waffen finden. Heb die Waffen auf, indem du das Kontextmenü mit der rechten Maustaste öffnest und das Nehmen-Symbol auswählst. Dann mach sie einsatzfertig. Öffne das Inventar mit einem Rechtsklick auf dein Porträt und führe einen Klick mit der linken Maustaste auf die Pistolen aus. Die Munition für die Pistolen wird automatisch geladen. Die Waffen sind dann einsatzbereit. Und jetzt beweg dich. Weiter geht's. Südlich von dir hat sich der Eingang zur ersten Parzelle geöffnet. Tritt ein und schieße auf die Pappkameraden. Erst wenn du sie getroffen hast, geht es weiter. Zum Schießen bewege den Mauszeiger über dein Ziel. Sobald das rote Fadenkreuz auftaucht, hast du dein Ziel im Visier. Du kannst dann mit einem einfachen Rechtsklick auf den Pappkameraden schießen. Los, knall sie ab. So schnell du kannst. Du kannst froh sein, dass die Pappkameraden nicht zurückschießen. Sonst wärst du jetzt wahrscheinlich tot. Immerhin hast du die Ziele getroffen. Der Durchgang zur zweiten Parzelle ist jetzt offen. Der Pappkamerad ist für Schießübungen da. Dort findet das Geländekampftraining statt. Solide Mauern. Der Geländekampf ist die schwierigste Übung des Parcours. Hier musst du 5 Pappkameraden treffen, dann hast du das Training erfolgreich absolviert. Dass du nur 4 Ziele siehst, hat nichts zu sagen. Wenn du das 5. Ziel nicht selber entdeckst, dann lotse ich dich hin. Denk immer daran, dich schnell zu bewegen. Die ganzen Mistkerle da draußen sind nicht so freundlich wie unsere Pappkameraden hier. Vor dir auf dem Boden findest du einen Molotow-Cocktail. Heb ihn auf und mache ihn einsatzbereit, indem du ihn im Inventar mit Linksklick als Sekundärwaffe aktivierst. Auch mit dem Molotow-Cocktail kannst du die Ziele treffen. Fahre mit dem Mauszeiger über das Ziel und halte die rechte Maustaste gedrückt. Jetzt erscheint das Kontextmenü, aus dem du das Sekundärwaffensymbol auswählst. Das Symbol sieht aus wie eine Granate. Sobald du die rechte Maustaste wieder loslässt, wird der Molotow-Cocktail angezündet und fliegt zum Ziel. Und pass auf, wohin du die Flasche wirfst. Ein Molotow-Cocktail ist eine tödliche Waffe für jeden Gegner, wenn er in den Händen eines erfahrenen Kämpfers liegt. Vier der Pappkameraden hast du erwischt. Fehlt noch Nummer 5. Im Nordteil der Parzelle siehst du einen abgeschlossenen Bereich mit einer Vertiefung in der südlichen Wand.